Als ich 10 Jahre alt war, ließen sich meine Eltern scheiden. Das war ein großer Schock für ein Kind. Ich beschloss, bei meiner Mutter zu leben, weil ich wusste, dass sie meine Gesellschaft mehr als alles andere brauchte. Meine Mutter war eine Lebenskünstlerin, die immer in der Lage war, den Menschen Freude zu bereiten. Sie war sehr naturverbunden und nahm meinen Bruder und mich oft mit zum Wandern oder Schwimmen im Meer. Einmal beschlossen wir, am Strand schwimmen zu gehen. Diesmal brachte meine Mutter ihren Begleiter mit. Er war ein sehr gepflegt aussehender Mann mittleren Alters. Er hatte kurze blonde Haare und trug einen blauen Badeanzug. Obwohl er nicht sehr groß war, wirkte er sehr distinguiert. Als wir am Strand ankamen, schien es keine anderen Touristen zu geben, und der ganze Strand war sehr ruhig. Die Brise wehte vom Meer heran und vermittelte ein sehr angenehmes Gefühl. Wir spielten eine Weile am Strand, und ich beschloss, im seichten Wasser zu spielen. Mama beobachtete uns aus einiger Entfernung. Das Meer reichte mir bis zu den Oberschenkeln. Ich drehte meinen Kopf und fragte Mama, ob ich tiefer gehen dürfe, um zu spielen. Mama lächelte und nickte und sagte, ja, aber du musst aufpassen, dass du nicht zu weit schwimmst. Ich nickte und begann, tiefer zu gehen. Das Wasser wurde immer tiefer, und ich wurde ein bisschen nervös. Als ich tiefer ins Wasser schwamm, zog mich eine starke Strömung immer tiefer ins Meer. Mein Körper geriet allmählich außer Kontrolle. Ich bemühte mich, mein Gleichgewicht zu halten, aber die Strömung war zu stark. Ich hatte das Gefühl, in einer Waschmaschine gefangen zu sein, die von der Strömung hin und her geschoben wurde. Die Strömung wurde immer stärker und trieb mich immer tiefer auf den Grund. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, um zu entkommen. Ich spürte, wie mein Körper langsam auf den Grund sank. Ich versuchte, um Hilfe zu schreien, aber mein Mund füllte sich bereits mit Meerwasser. Ich spürte, wie mein Leben ein wenig nachließ. Mein Körper wurde schwächer und schwächer. Und schließlich verlor ich das Bewusstsein. Das nächste, was geschah, war etwas Seltsames. Es war, als ob sich meine Seele von meinem Körper getrennt hätte. Ich schwebte über meinem Körper, etwa ein Stockwerk über dem Meeresspiegel. Mein Bewusstsein wurde sehr klar und meine Sicht wurde so offen, dass ich alles um mich herum sehen konnte. Ich hatte keine Form und keine Farbe mehr, sondern war wie Luft. Ich sah meinen Körper im Meerwasser treiben wie ein Spielzeug, das sein Leben verloren hatte. Es war ein seltsamer Anblick, denn ich wusste, dass mein Körper tot war, aber mein Bewusstsein blieb. Mein Bewusstsein war nicht mehr in meinem Körper gefangen, und ich fühlte mich freier als je zuvor. Ich war nicht mehr durch Zeit und Raum begrenzt, sondern hatte ein Gefühl der unendlichen Existenz. Ich kann meine Seele nach Belieben bewegen, ich habe unbegrenzte Freiheit und Energie, und dieses Gefühl bereitet mir große Freude. Hier sah ich keine Tunnel oder andere Seelen. Plötzlich zog mich eine Kraft nach oben. Als ich in die Wolken eintrat, stieg ich schneller und schneller auf. Ich fühlte mich von meinem Geist befreit. Schließlich erreichte ich mein Ziel. Ich wusste, dass dies der Himmel war. Alles hier erregte mich sehr. Der Anblick, den ich sah, schockierte mich. Es war ein Ort des strahlenden Lichts. Ich sah alle Arten von seltsamen Kreaturen, die aussahen, als kämen sie aus einer anderen Welt. Dieser Ort hat auch viele wunderbare Gebäude und Landschaften, die wunderschön und geheimnisvoll aussehen. Hier erinnere ich mich an viele Dinge aus der Vergangenheit. Dies ist der Ort, an dem ich geboren wurde. Plötzlich hörte ich jemanden zu mir sprechen. Du hast recht, dies ist dein Zuhause. Alle Seelen werden hier geboren. Ich wusste, dass diese Stimme die Stimme von Jesus war.
In diesem Moment war ich von seiner Liebe umgeben. Jesus sagte, "Willkommen zu Hause, mein Kind. Ich weiß, dass du viele Fragen hast, und ich werde dir helfen, sie zu beantworten." Ich schaute ihn etwas verwirrt an und begann dann, jede Frage zu stellen, die mir in den Sinn kam. "Werde ich jemals heiraten?", fragte ich. Jesus lächelte und antwortete, "Ja, du wirst ein nettes Mädchen treffen, wenn du das College abgeschlossen hast." Ich fragte erneut, "Stimmt das mit dem Satan?" Jesus antwortete, "Ja, Satan existiert, aber seine Macht ist nicht unbegrenzt. Er wird nur auf dich einwirken, wenn du verletzlich bist." Ich nickte und fragte erneut, "Wann wird der Krieg zwischen Gott und Satan enden?" Jesus antwortete, "Gott hat den Krieg bereits gewonnen. Gott wird immer der Sieger sein." Während ich ihm zuhörte, wurde mein Herz mit Glauben und Kraft erfüllt. "Würdest du gerne dein früheres Leben sehen?", fragte Jesus. Ich war sehr neugierig. Also sagte ich zu Jesus, "Natürlich, zeige mir schnell mein altes Ich." Plötzlich fühlte ich mich, als wäre ich durch Zeit und Raum gereist. Ich fand mich in einem alten Zimmer wieder. Ich trug einen altmodischen Anzug, und die Atmosphäre in dem Raum war sehr düster. Ich betrachtete meine Hände und bemerkte, dass sie voller Schmutz waren und meine Haut sehr rau war. Sie schienen lange Zeit bearbeitet worden zu sein. Mir wurde klar, wer ich war, ein mittelalterlicher Bauer, der in einer bescheidenen und armen Umgebung lebte. In meiner ersten Reinkarnation wurde ich von einer giftigen Schlange gebissen, während ich auf dem Feld arbeitete. Ich sah meinen dünnen Körper im Gras liegen, umgeben von einigen Dorfbewohnern. Sie versuchten, mir zu helfen, aber ohne Erfolg. In meiner zweiten Reinkarnation erschien ich in einem wohlhabenden alten Reich. Ich war ein junger Gelehrter, der in einer Bibliothek las und studierte. Ich studierte die antike Kultur und Geschichte. Ich war begabt und wurde bald ein angesehener Gelehrter. Doch dann sah ich mich in eine politische Krise verwickelt. Ich war gezwungen, mein Zuhause zu verlassen und in einer kleinen Stadt unterzutauchen. Dort verbrachte ich den Rest meines Lebens. Ich erforschte weiterhin meine vergangenen Leben. In meiner dritten Reinkarnation lebte ich im Europa des 17. Jahrhunderts. Ich war eine Ärztin. Weibliche Ärzte waren zu dieser Zeit nicht sehr verbreitet. Ich erlangte damals einen hohen Status und ein hohes Ansehen und wurde von vielen Menschen respektiert und geliebt. Mein Beruf machte mich jedoch zur Zielscheibe extremistischer Gruppen. Sie beschuldigten mich, eine Hexe zu sein, und verbrannten mich auf dem Scheiterhaufen. Diese Szene erschütterte mich zutiefst und ich fragte mich, wie so etwas geschehen konnte. Jesus erklärte mir, dass es daran lag, dass es in der Gesellschaft zu dieser Zeit noch viele Ungleichheiten und Vorurteile gab. Er sagte, dass wir auch heute noch für wahre Gleichheit und Gerechtigkeit kämpfen müssen. Ich war sehr erleuchtet und Jesus half mir, das Leben und die Menschheit tiefer zu verstehen. Später führte mich Jesus in einen Raum. Dieser Raum war sehr geräumig und hell und enthielt viele Bücher und Artefakte. Ich fühlte mich, als hätte ich ein geheimnisvolles Museum betreten. Jesus sagte mir, dass diese Bibliothek die Erinnerungen und die Geschichte aller Seelen beinhalte. Er führte mich durch die Bücherregale und weihte mich in viele Geheimnisse ein. Ich sah viele interessante historische Szenen, darunter die Pharaonen des alten Ägypten, die Ritter des Mittelalters und einige frühere Zivilisationen. Jesus sagte mir, dass jede Seele eine einzigartige Geschichte hat, die es zu erzählen gilt. Ich fragte Jesus, ob es einen Zweck für die Existenz unserer Seele gibt. Er sagte mir,
dass jede Seele ihren eigenen Auftrag und Zweck hat. Einige Seelen haben den Auftrag, zu lehren und zu erleuchten. Einige existieren, um anderen zu helfen. Andere existieren für ihr eigenes Wachstum und Lernen. Was auch immer das Ziel ist, jede Seele hat ihren eigenen Sinn und Wert. Zu diesem Zeitpunkt hörte ich plötzlich eine vertraute Stimme, den Schrei meiner Mutter. Ihre Stimme war voller Angst und Besorgnis. Jesus sagte zu mir, es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Entscheidest du dich für das nächste Leben oder für die Rückkehr in das jetzige Leben? Jesus wartete in aller Ruhe auf meine Antwort. Ich holte tief Luft und antwortete dann, ich möchte in mein jetziges Leben zurückkehren, ich habe noch viel zu erledigen. Jesus nickte, lächelte und sagte, okay, ich respektiere deine Entscheidung, die du getroffen hast. Geh zurück in dein Leben, nimm jeden Tag, wie er kommt, und genieße jeden einzelnen. Dann winkte Jesus mir zum Abschied zu. Langsam verschwand alles, was vor mir war. Meine Mutter rief noch immer meinen Namen, ihre Augen waren voller Tränen und Verzweiflung. Ich begriff sofort, dass ich in meinen Körper zurückkehren musste. Ich begann langsam nach unten zu schweben, bis ich wieder in meinem Körper war. Inzwischen schlug mein Herz wieder und ich war wieder mit meinem Körper verbunden. Ich grub meine Finger in den Sand und kroch blindlings unter das Wasser. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, aber ich fühlte mich verwirrt. Plötzlich begannen sich die Wellen zu glätten. Ich steckte meinen Kopf aus dem Wasser. Ich sah meine Mutter nicht weit entfernt und sie half mir auf. Mama schimpfte nicht mit mir, sie beruhigte mich nur. Ich legte mich an den Strand und begann unkontrolliert zu weinen. Mein Herz wurde auf eine unbeschreibliche Weise berührt. Diese Erfahrung, dem Tod nahe zu sein, ließ mich das Leben noch mehr schätzen. Es ist eine Tatsache, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Nach dieser Erfahrung habe ich eine ganz neue Perspektive auf das Leben. Ich habe verstanden, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist, sondern ein neuer Anfang. Als ich meine vergangenen Leben sah, wurde mir klar, dass das menschliche Leben kurz und kostbar ist. Jeder Mensch hat seine eigene Aufgabe und seinen eigenen Zweck. Wir sollten nicht nur leben, um unsere Wünsche zu befriedigen, sondern um unser Potenzial zu erforschen und dann unseren Auftrag zu erfüllen. Wir sollten jeden Moment unseres Lebens schätzen, ob er nun glücklich oder schmerzhaft ist. Denn diese Momente sind Gelegenheiten, an denen wir wachsen können. Ich glaube sogar noch mehr an die Existenz der Seele und an die Möglichkeit der Reinkarnation.